Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Also heute sind wir hier in Barcelona und schauen uns den Audi RS6 GT an. Wenn ich überhaupt einen bekomme, lohnt sich das, den zu kaufen? Oder sagt man, ey, der Performance ist eigentlich schon ein perfektes Auto? Und los geht's. So, jetzt gehen wir mal zur Führerscheinkontrolle. Ich bin mal gespannt. Mein Führerschein ist ja eigentlich immer in Flensburg. Das zieht immer. Die Hersteller, die wollen immer deinen Führerschein sehen. Und da kommt es immer geil, wenn du sagst, ist in Flensburg. Jetzt ärgern wir ihn mal. Jetzt sagen wir mal einfach, mein Führerschein ist nicht da. Moin. Hi. Grüß dich. Servus. Alles gut? Carsten. Hamid, hi. Was muss ich jetzt hier machen? Was mir den Führerschein zeigen. Mein Führerschein habe ich in Flensburg. Kann ich ja auch ein Foto zeigen. Nein, Spaß, ich hab's dabei. Jetzt checkt er aber meinen Führerschein richtig. Jetzt checkt er ihn richtig. Ich hätte mich 5 Minuten darauf gefreut. Ja, genau. Danke dir. Viel Spaß. Dankeschön, vielen Dank. Bis später. Also jetzt bin ich mal, aber es ist mega warm hier, Alter. Ja, und jetzt bist du ja noch nicht mal in der Sonne. Krass. Ja. Krass. Und ich habe noch meine Winterjacke mit. Und Chris, hast auch so eine Karte gekriegt? Ja, ich auch. Geil, ne? Aber du hast jetzt Hamid Mossadegh drauf. Ach, oben, aber unten Hamid Mossadegh. Immer ist der Hamid dabei, ey. Unglaublich. Also nicht, dass ihr euch wundert. Wir haben jetzt den 23.11. Aber wir dürfen es erst am 6.2. ausstrahlen. Wir müssen auch gleich Handy alles abgeben. Wir müssen sogar unser Filmmaterial dort lassen, weil das Auto doch top geheim ist. Top geheim. Was kriegen wir denn jetzt? Für ein RS6. Performance? Ja. Alter. RS6 Performance. Das ist so eine typische Kiste, da würde der Chris 100% reinpassen. Der nimmt da für einen Tag nimmt er so viel Gepäck mit. Da braucht er auch ein Kombi. Oh nee, das ist kein Nardo Grau. Alter, das ist normal spezieller. Moin, hi. So. Nabend. Jetzt geht's los mit den Audi RS6 Performance. Jetzt haben wir nämlich vom Barcelona Flughafen ungefähr 1,5 Stunden, sagt er uns hier. Und da steht der Audi RS6 GT. Also, der Audi RS6 GT. Die große Frage, die ich mir stelle, ist, es ist alles schön und gut, es ist natürlich ein Mega-Event, es ist auch immer schön dabei zu sein, ich bin auch sehr dankbar dafür, aber macht es Sinn, sich das Auto zu holen, weil es limitiert ist oder weil es halt Features hat, was der Performance nicht hat. Vieles spricht für das Auto, technisch natürlich, da ist Audi immer sehr weit vorne. Ich meine, das Auto fährt von 0 auf 200 in circa 10,5 Sekunden. Das ist Wahnsinn. Der Audi RS6 GT ist natürlich limitiert. Wenn ich überhaupt einen bekomme, lohnt sich das, den zu kaufen? Oder sagt man, ey, der Performance ist eigentlich schon ein perfektes Auto. Mehr geht doch einfach nicht. Das ist die Frage heute. Die stellen wir uns heute und schauen uns das Auto jetzt genauer an. Jetzt sind wir endlich da. Wir sind ungefähr eine Stunde jetzt hierher gefahren. Was für eine fette Villa. Direkt am Meer. Mehr geht nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was ich richtig geil finde, ist, da steht der allererste Audi RS6. Und genau dieses Auto, und zwar genau dieses Auto, bin ich so ungefähr vor 1,5 Jahren in Kanada noch gefahren. Ist so typisch Audi gehen, was sich ja bis zu den C8 durchsetzt. Da haben wir noch einen Bären getroffen und so gesehen und so weiter. Krass. Ey, die laufen ja einfach rum. Ja. Und jetzt steht das Auto einfach hier. Wie krank das ist einfach. Und jetzt hier hinter steht der RS6 GT. Komm, da ist er. Alter Schwede. Hast du die Kameraeinstellung? So, jetzt bin ich echt gespannt. Ich zieh so von hinten ab, dass du von vorne das alles sehen kannst, ja? 1, 2. Bist du bereit? Wir gehen nochmal zurück. 1, 2 und los geht's.
Auto mir bewusst nicht vorher angeschaut, weil ich genau das mit euch zuerst erleben wollte. Und als allererstes, das Auto hat jetzt im Frontbereich beide Kotflügel und die Haube vorne ist aus Carbon, um Gewicht zu sparen. Und hier sieht man auch, dass was hier Audi extrem gut kann, ist natürlich Carbon. Und da kann man sehen, wie fein und präzise mein Carbon auch hier verlegt ist, weil diese Kurven und diese Kanten, das ist gar nicht mal so einfach. Gerade wenn du dich für diese Folierung entscheidest, dann weiß auch jeder sofort Bescheid, dass du ein limitiertes Auto fährst und zwar nur 660 Stück. Das ist für Audi-Verhältnisse relativ wenig. Ich würde mal sagen, jetzt wenn Pagani 660 Autos rausbringen würde, würde ich sagen, ja, das ist ja schon Massenprodukt. Aber bei Audi 660 Autos muss ich sagen, es ist relativ wenig. Im Allgemeinen muss ich sagen, ich bin echt überrascht, weil ich nicht mehr gedacht hätte, dass man den Performance noch toppen kann. Aber ich würde mal sagen, Audi hat das nochmal hinbekommen, definitiv. Wenn du alleine hier stehst, diese kleine Änderung siehst, da wirkt das Auto extrem. Also es ist Wahnsinn, es ist unbeschreiblich. Das Auto wirkt sportlicher, aber es ist trotzdem noch elegant geblieben. Was die Sechsarmfelgen nochmal betrifft, darf man nicht vergessen, die wirken ja sehr wuchtig, die wirken auch extremst die wirken sehr schwer, aber trotzdem, das sind echt genau solche High-Performance-Felgen wie auch bei den Performance, die auch extrem viel Gewicht sparen. Und meine Keramikbremsen sind natürlich hier überhaupt nicht zu übersehen. Und wenn ich mir das Auto von hier anschaue und runtergehe und mir jetzt vorstelle, ich fahre jetzt ein normales Auto und der kommt so auf der Autobahn rangedrescht, alter Schwede, da macht jeder freiwillig Platz. Das schwöre ich euch. Was sagst du, Chris? Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Hammer. Unfassbar, unfassbar. Und wir müssen natürlich unser V8-Motor genießen. Hier haben wir die geballte Power von 630 PS. Man könnte auch seine Motorabdeckung in Sichtcarbon bestellen. Aber was ich mega cool finde, ist, dass du trotzdem hier nochmal Technik siehst. Es ist keine Riesenplatte drauf oder sonstiges. Und hier könnt ihr sehen, das ist mein Carbon-Motorhaube. Das ist natürlich cool. Im Innenbereich, ich setze mich mal rein. Also, ich setze mich rein, was fällt mir sofort auf? Mein Lenkrad ist tatsächlich genauso geblieben. Das ist das Einzige, wo ich erwartet hätte, dass sie bei den GT nochmal ein anderes Gefühl geben, ein bisschen sportlicheres Gefühl geben. Aber die Carbon-Schalensitze, das sind ja Vollcarbon-Schalensitze, das habe ich euch ganz vergessen zu sagen. Also ich hätte sogar Angst, mich hier hinten reinzusetzen, weil, guck mal, das ist alles Carbon und dann noch matt gehalten. Also, es ist natürlich auch mega empfindlich, aber daran könnt ihr sehen, wie hochwertig die Sitze sind. Aber dadurch, dass es auch Carbon-Schalensitze sind, denken ja viele, oh mein Gott, das ist ja eigentlich ein Langstreckenfahrzeug und das ist auch noch mega komfortabel. Du kannst dich richtig gut reinsetzen. Das ist überhaupt kein Thema. Ansonsten finde ich, das Auto wirkt von innen extrem sportlich, noch sportlicher als der Performance. Wir sind hier ein bisschen von Carbon weg, wo ich ja der Riesenfan bin von, und haben hier durch Dynamica nochmal ein bisschen mehr Sportlichkeit mit reingenommen. Das finde ich extrem cool, ehrlich gesagt. Ihr seht auch hier die roten Stitching und dann hier noch mit Kupfer abgesetzt und vor allem hier meine Limitierung. In dem Falle 000 von 660, weil das ein Vorserienauto ist oder ein Museumsfahrzeug ist oder sonstiges. Ich mache mal einmal das Auto an. Ich habe selbst in meine Schalensitze habe ich Sitzheizung. Das ist krass, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und, was sagst du? Hat schon was. Schon geil. Für ein Kombi. Ist immer noch einer der schnellsten Kombis, was jemals produziert wurde und auch auf dem Markt gibt. Einer der schnellsten. Es gibt ja immer getunte, aber vom Werk aus ist das einer der schnellsten, definitiv. Wir blenden euch mal die Farben und die Folierung jetzt ein, was ihr alles könnt. Und da bin ich gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Welche Farbkombination würdet ihr nehmen? Ich bin ja der Meinung, wenn ich ein GT haben möchte, wenn ich ein RS6 GT haben möchte, dann noch limitiert, ey, dann kann er auch so aussehen. Das muss dann richtig knallen. Das finde ich persönlich. Jetzt kommen wir im Heckbereich. Nochmal abgesetzt, nochmal wuchtiger gemacht. Ein Heckspoiler hinten raufgesetzt. Und das ist natürlich nochmal wesentlich markanter als der normale RS6 Avant oder der RS6 Performance. Also ich würde mal sagen, alter Schwede, also
Es ist schwer, das rüberzubringen. Ich hab einmal in meinem Leben ein Kombi besessen. Und ihr werdet mich jetzt auslachen. Das war ein Nissan Primera Kombi. Müssen wir euch mal einblenden. Todhässliches Auto. Okay? Danach habe ich nie wieder ein Kombi gehabt. Aber das ist doch hier Wahnsinn. Und du fährst halt ein Performance-Auto und dann machst du die Haube auf und hast so viel Platz. Das wäre doch was für dich, Chris, oder? Ja, ich würde ihn tatsächlich sofort nehmen. Kannst du alles mitnehmen, komplett. Komplett. Mein Fazit für dieses Auto, wenn einer ein Kombi fahren möchte jetzt und dabei noch richtig auffallen möchte und durch die Folierung natürlich auch an Audi-Historie festhalten möchte, kommt er an dieses Auto nicht vorbei. Und bei 660 Stück bin ich mir ziemlich sicher, dass das Auto ziemlich schnell ausverkauft sein wird. Aber die große Frage, die ich mir hier stelle, ist das eine Wertanlage oder nicht? Und da muss sich das Auto erstmal beweisen. Bei Audi ist es ja so, dass es immer sehr, sehr spät kommt, was Wertanlage betrifft. Auch wenn wir die Oldtimer uns anschauen. Gerade die Urquattros, die sind natürlich extrem gestiegen. Aber alle anderen Oldtimer im Audi-Segment, die haben es relativ schwer. Ob ich mir so ein Auto kaufen würde, ja oder nein? Nein, ich bleibe dabei. Ich bin kein Kombi-Fan. Aber wenn einer ein Kombi-Fan ist und geballte Power haben möchte, kommt er an den Audi RS6 GT definitiv nicht vorbei. Die Frage ist jetzt, das Auto wird ca. 50.000 Euro teurer sein. Ist es das wert, ja oder nein? Da bin ich mal gespannt. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare rein. Würdet ihr 50.000 Euro mehr ausgeben? Was sagt ihr? Performance oder GT? Da bin ich mal echt gespannt. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.